Hallo liebe Fotofreunde, heute befinde ich mich in der Prater Hauptallee bei der Endstation der Linie 1, die vom Stefan-Fadinger-Platz bis hierher fährt. Grün ist Wien und das gefällt mir. Und ich habe mir heuer vorgenommen, ein bisschen von diesem Grün von Wien zu zeigen, euch allen zu zeigen. Und wir haben erst vor einigen Tagen fotografiert in Kagran. Und schauen wir uns jetzt einmal an, wie grün der Wiener Prater ist. Der Prater ist ja schon seit ganz langer Zeit ein Erholungsraum für alle Wiener und auch Wien-Besucher. Und es ist wirklich ein Traum, hier auch an heißen Tagen unter den Bäumen zu verbringen. Es gibt natürlich viele Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. Man fühlt sich hier wirklich wie im Wald und die Temperatur ist eindeutig kühler als ohne Bäume. Das heißt, wir haben heute fast 35 Grad und unterhalb der Bäume ist es wirklich zum Aushalten. Ich würde sagen, so geschätzte 26, 27 Grad gefühlte. Ja. Aber man darf nicht in die Sonne gehen, weil heute ist wirklich ein sehr heißer Tag. Und dass es diese grüne Lunge mitten in Wien gibt, ist wirklich eine ganz tolle Sache. Hier sehen wir das gesamte Wegenetz des Wiener Praters. Sehr wohl kann man hier einen gesamten Urlaubstag einplanen und sich den ganzen Tag dort aufhalten. Und jetzt kaufe ich mir noch einen großen Brauner beim Stolk. Dann fahre ich wieder mit der U2 nach Hause. Wenn es dir gefallen hat, bitte ich um den Daumen nach oben, unten abonnieren, dann wirst du in Zukunft nichts versäumen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.